Moinsen, das Wochenende steht vor der Tür und wir haben einen neuen Monat, den Oktober, mit vielen, vielen neuen PlayStation VR Releases, aber darüber mache ich euch ein extra Video. Heute gibt es 18 PlayStation VR Titel, die im Sale sind. Ja, die letzten Sales waren irgendwie so klein, dass ich sie einfach nur vor der Live-Show immer mit abgefrühstückt habe. Jetzt gibt es mal wieder ein richtiges Sale-Video mit kleinen Reviews zu jedem Spiel, dass ihr euch ein Bild machen könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Neuerdings habe ich auch den Service, dass ich hier Videomaterial dazu einblende. Genau, ja. Und damit geht's jetzt los. Wenn ihr über diese Spiele noch mehr wissen wollt, als in dieser kurzen Zusammenfassung, dann geht gerne die YouTube-Suche und gebt da ein Mofan VR, Name des Spiels. Dann bekommt ihr First Impressions und Reviews, wo ich natürlich mehr und deeper über die Spiele erzähle. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare Fragen schreiben, wenn ihr die habt. Die beantworte ich sehr gerne. Über ein Däumchen und ein Abonnement würde ich mich auch freuen. Und jetzt geht's einfach mal los. Wir haben was ganz Witziges am Anfang, denn Honor and Duty ist ja natürlich der fantastische Multiplayer-Shooter, den wir hier öfter mal spielen. 16 gegen 16. Das ist ein Riesenspaß, wenn viele Leute dabei sind. Der Entwickler hat irgendwann mal einen Singleplayer nachgebaut. DLC, einen kostenpflichtigen, ja. Und der ist wirklich vollkommen unterirdisch. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Falls ihr aber mal wirklich VR-Trash vom Feinsten sehen wollt, seid ihr mit 1.24 dabei. Wir bleiben bei D-Day, ja, und gehen tief in die Vergangenheit. Die Arcade Edition ist auch ein reiner Multiplayer gewesen. 5 gegen 5 Leute können wirklich so Respawn ballern. Es gab, wenn ich mich nicht täusche, 3 Karten. Grafik war unterirdisch, da gab es aber irgendwann mal den HD-Patch, ja, wo sie auf die Low-Poly-Grafik einfach nochmal Texturen draufgeklebt haben. Strange Games ist echt irgendwie niedlich. Und ja, wir haben damit Spaß gehabt damals, als wir noch nichts anderes hatten. Ne? Mittlerweile gibt es Alvo und Solaris und hast du nicht gesehen. 3.24, ein Trip in die Vergangenheit, müsst ihr selber wissen. Aim-Controller wird natürlich unterstützt und DualShock auch. Job Simulator, darüber muss man auch nicht mehr viel erzählen. Ihr macht Jobs in VR, ja, in einer ziemlich crazy Welt, wo ihr von diesen merkwürdigen Roboter-Monitoren dominiert werdet. Mit den Move-Controllern erledigt ihr euren Job und der Witz daran ist, dass man halt einfach viel ausprobieren kann. Ne? Ihr könnt so einen Donut in einen Kopierer legen, dann kommen Donuts raus. Man kann einfach ganz viel probieren in einem Büro, in der Werkstatt, in einem Burgerladen oder so arbeitet ihr. Mich hat das nie so abgeholt, aber ist einer der meistverkauftesten Spiele in VR. Ja, kein Scheiß. 13,99. Ace Combat 7, diesmal ist es soweit. Mit 9,79 ist es wirklich einer der Tiefstpreise. Ace Combat ist natürlich ein riesen AAA-Kampfjet-Spiel. Riesen-Story, Multiplayer, alles dabei. Nur nicht in VR. Ja, ist ein Flat-Titel. Und die History dahinter ist enorm. Ja, das Spiel wurde vor der PlayStation VR mit angekündigt. Als es dann endlich Jahre später rauskam, hatte es lediglich 3 VR-Missionen. Und eine, wo man einfach so rumfliegen kann, und Free Flight. So, das ist wenig. Aber die sind absolut brillant. Ja? Gerade auf einer PlayStation Pro in den Jet-Cockpits zu sitzen und die Mission zu erledigen, in wunderschönen Landschaften über die Wolken zu fliegen, Luft- und Bodengegner abzuballern in 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ist irre. Ihr habt auch ein Progression-System, ja, ihr schaltet neue Flugzeuge und Waffen frei. Also mit den 3 Missionen kann man sich ein Weilchen beschäftigen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, für 9,79 ist das ein guter Deal. Wenn ihr den Flat-Titel sowieso spielen wollt, dann ist es ein No-Brainer. 9,79 für das Erlebnis, das AAA-Erlebnis in einem Jet zu sitzen, großartig. L.A. Noir The VR Case Files ist ein Spin-off des PS3-Area-Titels L.A. Noir. Der glänzt ja seinerzeit mit fantastischer Gesichtsanimation. Ne? Die Grafik ist mittlerweile natürlich mitgealtert, aber ihr könnt mit dem Move-Controller in dieser Welt 7 Fälle lösen. Das dauert tatsächlich 8 bis 9 Stunden Spielzeit. Also der Content ist da, 14,99 ist dafür ein guter Preis. Und es hat sogar ein bisschen Open-World-Charakter. Ja? So durch die Stadt kann man fahren. Ich fand, das fühlte sich insgesamt ein bisschen hölzern an. Ja? Die VR-Unterstützung ist so okayisch, würde ich sagen. Aber wenn ihr schon mal Detektiv in den 20ern sein wolltet, kommt ihr da nicht drum herum. The Walking Dead ist das Gegenteil von hölzern, sondern brillant in allen Aspekten. Ja? Sehr, sehr große Überraschung 2020 und ich würde sogar sagen, übergreifend einer der besten PlayStation VR-Titel. 40 Euro sind dafür total gerechtfertigt. 27,99 sowieso. Es hat nämlich auch eine wunderschöne Story.
bis ihr die Kampagne durchgespielt habt, braucht ihr mindestens 15 bis 20 Stunden. Und was hier aber wirklich überzeugend ist, ist die Spielmechanik. Ihr steuert das mit den Move-Controllern und habt die klassische gute Skyrim-Steuerung. Was vor allen Dingen aber wirklich Spaß macht, sind die Kämpfe. Ja? Das Trefferfeedback ist fantastisch, wenn ihr Zombies mit einem Schraubenzieher zu Leibe rückt oder später bekommt ihr Katanas und noch voll verrücktere Waffen. Macht das wirklich Riesenspaß. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, da zu kämpfen. Mit Schusswaffen fühlt es sich einfach geil an. Und was ich bemerkenswert fand, ist die Mission, die ihr da erledigt im Zusammenhang mit der Story. Da werdet ihr immer in kleinen Open-Sandbox-Welten abgesetzt. Ja, ihr habt eine Mission zu erledigen, aber wie ihr das machen möchtet, ist euch überlassen. Ihr könnt komplett durchschleichen, ihr könnt Brute Force alles wegballern, ihr könnt euch mit Leuten im Level verbünden und versuchen, die zu manipulieren oder sie auch wieder betrügen und so weiter und so weiter. Im Kern ist das aber kein Action-Titel, das ist eigentlich ein Crafting- und Survival-Ding auch, ja. Ihr könnt in den Leveln wahnsinnig viel looten und dann, wenn ihr in eurer Base seid, neue Waffen zusammenbauen. Der Progress des Spieles schaltet so Rezepte frei für die Waffen, ja, und Munition etc. Alles ist natürlich immer knapp und es macht einfach insgesamt irre Spaß. Und jetzt kommt das Witzige an der Geschichte. Letzte Woche gab es einen neuen Story-DLC. Zu den 15 bis 20 Stunden, die man da spielen kann, gibt es jetzt noch 6 Stunden neue Story. Und jetzt noch eins obendrauf. Mit dem Story-DLC-Patch wurde das ganze Spiel nämlich auf PlayStation 4-Niveau runter gegradet. Ja, und da war ich ein bisschen enttäuscht. Heute ist bekannt, dass sie das wieder rückgängig machen. Der Patch müsste eigentlich irgendwie gleich live sein. Ihr kriegt wieder die ursprüngliche PlayStation Pro-Technik da drin, ja, also schön scharfe, flimmerfreie Grafik. Das freut mich sehr und das werde ich auf jeden Fall dann die nächsten Tage mal streamen. Guckt dringend dabei zu, es ist nämlich ein irrer Spaß, das Spiel ist einfach super. Ich liebe es, kauft es, unterstützt die Entwickler, die haben nämlich großartige Arbeit gemacht. Apropos großartige Arbeit, Dreams ist auch was sehr, sehr Besonderes, ja. Das ist nämlich ein Spielebaukasten. Hier könnt ihr als Grafiker, Musiker und Programmierer tätig werden. Das Ganze natürlich, ohne dass ihr Grafik machen könnt, Musik machen könnt und programmieren könnt. Naja, nämlich in sehr einfacher Form. Es hat extrem interessante und komplexe Tools, um Gegenstände, Charakter und Welten zu bauen. Es hat eine fantastische Charakter-Animationsmechanik. Ihr könnt das Ganze dann mit eigenen, selbstgemachten Musiken und Sounds unterlegen und auch noch Logik in die Welten bauen, sodass ihr komplette Spiele habt. Ja, und das tun die Leute. Ja, es gibt tausende von Spielen in Dreams, die man ausprobieren kann. Und das hat dann ein Jahr nach Release oder so auch ein VR-Patch bekommen. Man kann es alles komplett in VR erleben. Und das ist irre. Die verrücktesten Erlebnisse, die ich je in VR hatte, sind in Dreams passiert. Es unterstützt den normalen Controller, sowohl die Move-Controller und seit jüngster Zeit auch den Aim-Controller. Ja? Also auch Aim-Ballerspiele in Dreams sind möglich. Das Einzige, worauf wir noch warten, ist der Multiplayer-Mode-Unterstützung. Den gibt es noch nicht. Ihr seid immer alleine. Aber es gibt wahnsinnig verrückte Sachen. Und wie gesagt, durch den User-generierten Content einfach mal Tausende. Es ist unüberschaubar. Es sind wirklich tolle Spiele dabei. 15,99 Euro, absoluter No-Brainer. Selbst wenn ihr nicht selber kreativ werden wollt, dann könnt ihr da eine Menge erleben. Aber mein Vorschlag, werde kreativ. Ja? Nutzt das mal aus. Das ist nämlich fantastisch, in VR Sachen zu gestalten und sich dann selber drin rumzubewegen. Einfach atemberaubend. Atemberaubend, Stichwort Star Wars Squadrons. Das war eine große Überraschung. Wir hatten nämlich alle nach diesem Star Wars Battlefront 15 Minuten X-Wing-Mission gedacht, Electronic Arts hätte uns dann vergessen, uns VR-Spiele. Haben sie aber nicht. Die haben einfach 3-4 Jahre dieses fantastische Multiplayer 5 gegen 5 Weltraum-Shooter-Erlebnis zusammengebraten. Ja? Und es ist einfach Irrsinn. Ihr könnt auf der Seite der Rebellen oder der, wer ist denn die anderen, die Bösewichte, die Dark Force nenne ich die jetzt mal, in den spezifischen Raumschiffen, ja, von den kleinen X-Wing und TIE Fighter bis hin zu größeren, gegeneinander im Multiplayer kämpfen, was einfach mal Irrsinn ist. Das Ganze natürlich in AAA-Grafik, also sieht bombastisch aus. Hat dann auch noch eine Kampagne, ja, auch das noch. Und eine richtig lange Kampagne, wo ihr auch auf der Seite der Rebellen oder der Bösewichte, warum fällt mir der Name nicht ein, egal, dann Missionen erlebt, ja. Absolutes, fantastisches AAA-Spiel für VR. Das Schöne ist auch, dass es Crossplay unterstützt. Ihr könnt nicht nur mit eurem PlayStation, sondern auch mit
PC-Kollegen in VR und in Flat übrigens auch. Das funktioniert auch im Flat, aber Herrgott, Cockpit-Spiele sind natürlich für VR wie gemacht. Ja, absoluter Wahnsinn. 1590 ist dafür ein Spottpreis. Holt euch das, falls ihr es noch nicht erlebt habt, in einem X-Wing zu sitzen, der so detailliert von innen ist und zu ballern, während ihr euch umschauen könnt im Weltraum. Unfassbar. Muss man gesehen haben. Große Empfehlung. Pierhead Arcade kürze ich mal ab. Das habe ich nämlich selber nicht gespielt. Ist die klassische Minispiele-Sammlung auf so einem, in Deutsch sagt man, Rummelplatz oder so. Ah, 8,24 ist jetzt auch nicht so eine Riesenersparnis. Müsst ihr selber wissen, ob das für euch taugt. Blaster of the Universe wiederum habe ich selber gespielt und ich liebe es. Ja, wenn ihr in eurem Leben nur einen einzigen Wave-Shooter spielen dürft, dann wählt bitte diesen. Der ist nämlich fantastisch. Es ist ein Wave-Shooter mit Bullet-Hell-Mechanik. Ja, genau. Achtung, Achtung, das ist auch was für Fitness-Freaks, denn die Gegner schießen ganze Kaskaden von Schüssen auf euch und ihr müsst natürlich ausweichen oder euren Schild benutzen. Was an dem Spiel so motivierend ist, ist nicht nur die wunderschöne Story, die ich noch nicht verrate, sondern dieses super crazy 80er Jahre Retro-Neo-Universum, sondern auch die Waffenvielfalt. Ihr schaltet im Spiel nach und nach immer mehr Teile für Waffen frei und ihr könnt dann insgesamt aus 5 verschiedenen Teilen euch eure Waffe zusammenbauen. Ja? Mit verschiedensten Effekten, Laserstrahlen und auch Explosionsgeschossen etc. etc. Was euch am liebsten ist. Und das ist eine irre Motivation. Ja? Das ist Spielplatz-Spaß bis zum Ende und es ist knüppelhart. Und ich schwöre euch, nach einer halben Stunde Blaster of the Universe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad seid ihr durchgeschwitzt. Also gutes Workout. Es gibt dann auch noch eine wöchentliche Challenge. Da bekommt ihr vorgeschrieben, was für eine Waffe ihr und welche Mission erledigen müsst. Auch großartig, kann man immer wieder zurückkommen. Ich finde, es ist eine richtige Perle auf der PlayStation VR. Gibt es natürlich auch für andere Plattformen. Großartig, große Empfehlung. Conrad the Kitten, auch ganz süß. Ja, die Isabella hat es bei uns gespielt und das ist es auch. Ja. Es ist jetzt nichts für uns Alien-abschlachtende Super-Dudes, sondern eher was Zartes. Ein kleines Katzen-VR-Tamagotchi-Spiel. Man kann sich den Spaß machen und einen Move-Controller an ein Plüschtier binden, ja, das haben wir auch gemacht beim Let's Play, und dann auf dem Boden sitzen und mit dieser Katze spielen und sie füttern, und die war ganz schön nervig, ja, die wollte immer bespaßt werden. 7,19 ist jetzt keine große Ersparnis, aber wenn ihr den deutschen Entwickler, der dahinter steckt, unterstützen wollt und eurer Familie einen kleinen Spaß machen wollt, dann schlagt da ruhig mal zu. Die Grafik ist relativ simpel. Es hat, nachdem wir das gespielt haben, auch sehr viele Upgrades bekommen und Updates. Eigentlich ganz spannend, da mal wieder reinzugucken. Ping Pong Pro 4,49 war das erste Tischtennisspiel, was wir hatten auf der PlayStation VR. Super simple Grafik, man sieht das hier im Bild, ja. Es gibt nur einen Singleplayer und die ganze Spielphysik war wirklich merkwürdig. Keine Empfehlung, auch nicht für den loren Preis. Der direkte Nachfolger ein paar Jahre später wiederum, nämlich VR Ping Pong Pro, macht vieles, vieles besser. Die Grafik ist wirklich wunderschöner und es gibt einen Multiplayer. Die Physik haben sie auch verbessert, die ist aber immer noch nicht so intuitiv wie zum Beispiel bei Racket Fury. Da muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Racket Fury Table Tennis ist das bessere Tischtennis, aber VR Ping Pong Pro macht eigentlich auch alles richtig, was man machen kann. Ihr könnt gegen echte Menschen spielen, das ist eigentlich immer so der Mehrwert, dass sie solche Spiele haben. 9,99 ist ein okayischer Preis, müsst ihr selber wissen. Ja, wenn ihr Racket Fury habt, seid ihr gut dabei, dann braucht ihr das nicht. Wenn ihr das schon durch habt und es nicht mehr sehen könnt, dann holt euch vielleicht mal hier das und guckt nach. Darknet habe ich selber auch nicht gespielt, ist ein Strategie-Puzzle-Spiel, sehr einfach gestrickt, 4,39 statt 10 Euro, schaut mal selber. Wipeout Omega Collection habe ich allerdings gespielt bis zum Abwinken, allerdings auch noch nicht genug, denn dieses Spiel ist einfach mal brillant. Das ist eine Collection aus, sage und schreibe, 3 Wipeout-Titeln, die dann remastert wurden in fantastischer PlayStation 4-Qualität. Und es hat 2019 einen VR-Patch bekommen. Ja, endlich kann man in diesem irrsinnig geilen Racing-Spiel in den Cockpits der Gleiter sitzen. Ja, und das ist irrsinnig. Es gibt nicht nur super viele verschiedene Spielmodi, die ihr da absolvieren könnt. Und wie gesagt, man hat den kompletten Content von 3 Wipeout-Spielen, ja, mit unendlich vielen Strecken, sondern dann auch im Multiplayer noch verschiedenste Modi. Ja. Der Standard-Modi, wo es einfach nur um Racen geht, dann gibt es so einen Modus, wo ihr wie in Super Mario Kart positive und negative Items aufnehmen könnt und den Gegnern auf dem Hals
werfen könnt. Und das Ganze, wie gesagt, in brillanter Grafik. Ja, das sieht so gut aus. Es ist so ein Erlebnis. Wir haben da mal eine Session gemacht, wo wir mit einer ganzen Gruppe von Leuten einfach nur ganz langsam im Schritttempo Sightseeing-mäßig durch die Level gefahren sind, weil es einfach so wunderschön ist. Ja. Großartiges Erlebnis. Eigentlich das beste Racing-Erlebnis, was ich bisher in VR hatte. Gerade wenn ihr im Multiplayer mit Leuten unterwegs seid. No-Brainer. Es gab es schon mal für PlayStation Plus Mitglieder umsonst. Ja, genau. Jetzt kostet es 13,99 €, ist aber jeden Cent wert. Müsst ihr euch nicht schämen, das zu kaufen. Bound ist auch so eine kleine Perle. Im Kern ein Plattformer, würde ich das nennen. Und ihr erlebt die Auseinandersetzung einer jungen Frau mit den Dämonen ihrer Kindheit in einer sehr schönen, abstrakten Welt. Ja, man hat eine große Weitsicht und, wie gesagt, so Plattformmechanik. Ihr steuert diese Ballerina. Interessant ist, dass die Technik dahinter ganz schön krass ist. Ja, das ist mit das schärfste Game, was ich je unter VR auf einer PlayStation Pro gesehen habe. Ja, ist eine kleine Perle, 9,99 €. Wenn ihr da neugierig seid, guckt euch vielleicht mal Let's Plays von mir an. Ich fand es irgendwie beeindruckend. Evasion. Evasion hat damals auch der Erwartungshaltung nicht entsprechen können. Ja? Es hat nämlich eine wunderbare, schöne Präsentation. Ja? Also die ganze Grafik in dem Spiel sieht toll aus, ist auch technisch toll. Und wir haben deswegen alle gedacht, das wird so eine Art Farpoint für Koop. So, es ist ein Koop-Shooter, der den Aim-Controller unterstützt, aber im Farpoint ist es leider nicht geworden. Die Spielmechanik da drin ist viel simpler, ja, ist eigentlich viel arcadiger. Ihr kämpft euch von Arena zu Arena, müsst ihr mal einen Schalter umlegen und dit und dat. Dann gibt es auch zwischendurch so einen Endboss. Das ist alles so nice. Ja. Der Pluspunkt für das Spiel ist wirklich die fantastische Grafik. Und der Koop, ja, also mit einem Kumpel zusammen irgendwas abzuballern und dabei Lust, Scherze zu machen, rumzulabern, ist einfach immer lustig. Deswegen kann ich es auch für die 9,34 € empfehlen. Aber es ist unter den ganzen Shootern, die wir so haben, von der Game-Mechanik nur durchschnittlich. Ja. Ganz im Gegenteil, am Anfang war es sogar ein bisschen nervig, weil man unfassbar viel triggern musste, um die ganzen Gegnerwellen abzuschießen. Das haben sie dann irgendwann ein bisschen verbessert. Aber es ist nie so ein richtiges Farpoint oder Doom 3 VR oder so geworden, wo man irgendwie die ganz große Motivation rauszieht. Aber es ist ein gutes Spiel. So, gutes Spiel und ein bisschen kontrovers ist auch Free Driver Triton Down, denn verschiedene Aspekte. Ihr seid auf einem untergehenden Schiff. Ganz schön gemein. Im Kern ist das also ein Escape the Room. Die Immersion hier ist allerdings gigantisch, ja, denn ihr müsst wirklich durch das Schiff tauchen und versuchen, in den Luftblasen irgendwie zu überleben und rauszufinden, wie ihr rauskommt. Das Ganze ist in eine Story eingebettet und ihr bewegt euch mit dem Move-Controller wirklich schwimmend durch das Schiff. Ja. Die Immersion ist gigantisch. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich in den Phasen, wo man taucht, wirklich immer die Luft anhalte. Ja. Und das spricht wirklich für das Spiel. Jetzt kommen wir zu den negativen Punkten. Während der Titel auf dem PC sehr beeindruckende Grafik hatte, haben sie uns auf der PlayStation einfach mal entspannt die Grafik von der Quest gegeben. Das ist ein kleiner Downer, dafür ist sie technisch aber 1A, ja, also schön scharf und flickerfrei. Und das stört auch nicht sehr. Wäre natürlich noch so das Tüpfelchen auf dem i der Immersion gewesen. Ja. Das kann man verschmerzen. Es hat aber auch nur eine Spielzeit von einer Stunde. Ja, noch nicht mal. Also dann seid ihr fertig. Vergleicht das mal bitte mit so einem Trip ins Kino, wo ihr dann selbst der Protagonist seid in so einem Action-Thriller oder Mystery-Thriller, denn in der Geschichte kommt auch ein bisschen Mystik vor. Ja? Man weiß es nicht, ob das irgendwie außerirdische oder alte Kulturen sind. Die wurden auf jeden Fall auf dem Schiff erforscht und mit denen müsst ihr euch auch auseinandersetzen. Sehr spannend. Ich finde es ganz geil. Ja, ich finde, das ist das Erlebnis. 9,74 € ist es wert. Auch wenn es nur so kurz ist, dann hat man es halt durch. Aber man hat da was Tolles erlebt. Und das war's. Das war der Sale vom 14. Oktober habt ihr Zeit, jetzt da mal ein bisschen rumzustöbern. Ich hoffe, für euch war was dabei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir in die Kommentare dann schreibt, was ihr euch davon holen würdet. Und wie ich schon am Anfang sagte, ein Däumchen und ein Abo macht mich natürlich auch froh. Isa hat gesagt, ich soll nicht Däumchen sagen, sondern Daumen. Hä? Ist da ein Unterschied? Egal, ne? Das war's von mir. Motensimo von VR. Ich hoffe, für euch ist was dabei gewesen. Macht euch ein wunderschönes Wochenende und einen tollen Oktober.
bin immer für euch da. Bye bye. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tänzen Mo von VR.